Mein Name ist İbrahim Seven. Ich lebe jetzt in Deutschland, aber ich bin in der Türkei geboren, an der türkisch-syrischen Grenze, in Midyat. Und als ich Kind war, Midyat war 90% christlich. Man nennt uns Syrer, Assyrer, Aramäer, wir haben viele Namen. Meine Muttersprache ist Aramäisch, angeblich der Sprache, der Jesus auch gesprochen haben soll. Und wie gesagt, Midyat ist 30 Kilometer von Syrien entfernt. Für mich ist sowohl die Türkei als Syrien Heimat. Das heißt, Syrien ist kein fremdes Land für mich. Da ich auch Arabisch und meine Muttersprache Aramäisch sprechen kann, ich kann genau verfolgen, was in Syrien passiert. Und ich möchte die deutsche Öffentlichkeit gegen Lügen, die so viel verbreitet werden, ein bisschen erklären. Also Syrien, der Name Syrien kommt von der römischen Provinz Syrien. Und es gibt Leute, die meinen, da kommt von Assyrien, da gibt es Diskussion darüber, aber das ist die römische Provinz Syrien. Und die Hauptstadt von römischer Provinz Syrien war Antiochia, die jetzt in der Türkei liegt und von Französen an die Türkei 1938 geschenkt wurde. Meine Verwandte leben in Syrien und in der Türkei. Und ich bin seit langem hier in Deutschland und ich bin gerne in Deutschland. In Syrien leben 16 verschiedene ethnische und religiöse Gruppierungen. Die größte Gruppierung sind die sunnitische Araber. Dann sind etwa 50 bis 55%, 10% waren christlich, 12% sind Aleviten. Es gibt schlaue Deutsche, die denken, Alevi mit W und V sind zwei verschiedene Religionen, das stimmt nicht. Auf Türkisch, man schreibt Alevi mit V. Und auf Englisch schreibt man das mit W. Deswegen, es gibt keinen Unterschied zwischen Alevi mit V oder Alevi mit W. Aber wie Protestanten, natürlich, die Aleviten auch, die haben verschiedene Glauben. Wenn man Protestanten sagt, das meint man Lutheraner, Calvinisten, Baptisten und so weiter. So sind die Aleviten auch. Und die Aleviten nennen sich nie oder nannten sich nie Aleviten, die hatten ganz andere Namen. Kızılbaş, Erenler, Nusayri und so weiter und so weiter. Alevi ist eigentlich ein neuer Name, sie mit Islam zu verbinden. Und in Syrien, natürlich, ich würde nicht sagen, Syrien ist ein demokratisches Land und ist so wie Schweden oder wie Deutschland. Das ist klar. Nur die Oppositionelle, die in Syrien, die angeblich für Freiheit kämpfen, die sind sunnitische Islamisten, Dschihadisten. Am Anfang, die waren Muslimbrüder. Sie haben einige Teile besetzt. Als sie Muslimbrüder-Organisation waren, sie haben in Homs Herz von einem syrischen Soldat vor der Kamera gefressen. Dann, diese Muslimbrüder sind später Ableger von Al-Qaida. Sie wissen ja, Al-Qaida ist die Organisation von Osama Bin Laden. Sie nannten sich Nusra. Später, die Nusra-Gebiet ist von IS, Islamische Staat, erobert worden. Das heißt, die Muslimbrüder, Nusra und Al-Qaida und IS sind eigentlich die gleichen Strömungen. Und die haben mit Hilfe der Türkei und besonders mit Hilfe von Erdogan von ganzer Welt Terroristen, Islamisten nach Syrien gebracht, als IS-Kämpfer, als Nusra-Kämpfer und so weiter. Glücklicherweise, IS ist mehr oder weniger in Syrien und Irak besiegt. Die haben doch noch einige Teile, die sie ihr Unwesen treiben, aber die sind mehr oder weniger besiegt. Und übrigens nicht, wie im Westen behauptet wird, von Kurden und Amerikanern besiegt werden, sondern von syrischer und irakischer Armee. Die größte Teil der IS-Gebiet,
in Syrien ist von der syrischen Armee und seine Helfer befreit worden. Zum Beispiel die berühmte Stadt Palmyra und die syrische Wüste. Zweitens, in Irak war die irakische Armee, die sie befreit hat. Natürlich, die Kurden haben auch gekämpft, aber die Hauptsache, die waren die syrische und irakische Armee. Jetzt, die Türkei hat in letzter Zeit die Nusra geholfen, in die Idlib-Gebiet weiter ihre Unwesen zu treiben. Und auch da in letzten Monaten, die syrische Regierung hat viele Gebiete befreit. Sie haben erstmal die große Stadt Khan Sheikhoun, Zemarat Numan, Jarjanas und Seraqib. Seraqib ist wichtig, das ist der Kreuzpunkt zwischen M4 und M5, das heißt die Hauptautobahnen zwischen Aleppo, Damaskus und Aleppo, Latakia. Der Kreuzpunkt ist in der Kontrolle von syrischen Kräften und Erdogan wollte das verhindern. Aber er ist ihm nicht gelungen und die Terroristen auch nicht gelungen. Am 27. Februar sind 34 türkische Soldaten von syrischen oder russischen Kräften getötet worden. Ob 34 waren, das weiß ich nicht genau, weil die türkische Regierung behauptet 34. Es könnte sein, dass sie mehr sind. In der Türkei, man sagt vielleicht 100, ich weiß nicht. Aber was die Türken sagen, 34. Und Erdogan sagte, wenn bis Ende Februar die syrische Armee nicht zurück auf 2019 März zurückgeht, ich werde große Krieg machen. Und er hat auch Krieg angefangen und sie nannte ihn Schild des Frühlings. Aber Schild des Frühlings hat ein paar Tage gedauert und er ist nicht erfolgreich. Dann ist nach Moskau gegangen und er hat in Moskau am 5. März ein Abkommen mit Herr Putin gemacht. Und in diese Abkommen ist Folgendes. Erstmal, Erdogan sagt, ich bedanke mich, dass Sie mich akzeptieren. Normalerweise, wenn zwei Staatspräsidenten treffen, man sagt, ich freue mich, dass Sie treffe und nicht du mich akzeptierst. Das ist untertanig. Zweitens, er sagt, wir wollten in Ankara diese Treffen machen, aber leider, Herr Putin, Sie haben wegen Ihrer Verfassung arbeiten in Moskau viel zu tun, deswegen ich komme nach Moskau. Dann natürlich ist eine Ausrede, was soll Putin so viel beschäftigt sein mit der Verfassung? Das ist eine, und er bedankt sich nochmal. Das heißt, der Erdogan hat seine Niederlage gesehen und akzeptiert, die haben einen Waffenstillstand. Ich freue mich für den Waffenstillstand, weil ich bin, wie gesagt, türkischer Staatsbürger. Ich bin immer noch türkischer Staatsbürger, muss ich sagen, und auch deutscher Staatsbürger, und das legal. Und ich freue mich, dass die syrischen Soldaten auch nicht sterben, weil ich sehe Syrien als meine Heimat und Türkei meine Heimat. Aber der Krieg wird nicht zu Ende gehen. Erdogan wird seine Unwesen weitermachen. Und der hat eine neue Front, er hat Flüchtlinge, die nicht einmal Syrer sind, Afghanen, Iraner, Somalis, Iran, Türken sogar, nach Griechenland geschickt, um Griechenland und Deutschland und Europa zu destabilisieren. Mein Rat für die deutsche Regierung und Bevölkerung ist, wie Putin mit Erdogan umgeht, soll man mit Erdogan umgehen. Das heißt, wenn Erdogan die Härte sieht, dann wird zurückziehen. Aber wenn sie Weiche sieht, er versteht das nicht als Freundlichkeit oder Freundschaft, sondern er sagt, die sind schwach, ich kann das machen, was ich möchte. Heute hat wieder erklärt, hey du Griechenland, öffne die Grenze, lass sie alle nach Europa gehen, warum machst du das? Das ist eine typische Rede. Da hatte früher auch gesagt, hey du Frau Merkel, du Nazi und so weiter. Und da die Frau Merkel nicht ihn geantwortet hat, er seine Unwesen weiter betrieben. Aber bis jetzt hat nie gesagt, hey du Putin. Sie können das verfolgen in der Presse, auch in der deutschen Presse.
Und es macht mich traurig zu lesen, dass die Leute behaupten, es gibt 4 Millionen Idlib. Erstmal, Idlib hatte vor dem Krieg 1 Million Einwohner, die ganze Provinz. Und bekanntlich, nach dem Krieg sind viele in die Türkei und dann nach Europa. Und zweitens, einige Leute sind nach Gebiete, wo die syrische Regierung ist, geflohen. Das heißt, viele, viele sind weg. Viele, viele sind weg. Und dann in Syrien, als sie von IS und Nusra und so weiter die Gebiete befreit haben, sie haben die Terroristen folgendes vorgeschlagen. Entweder wir töten euch oder ihr könntet mit ihrer Familie nach Idlib. Das heißt, die Mehrheit der Leute, die in Idlib jetzt sind, die sind entweder Dschihadisten oder ihre Familie oder Leute, die da geblieben sind. Und 4 Millionen ist eine Lüge. Und diese Lüge kann man ganz einfach verstehen, als in Ost-Aleppo die Terroristen waren. Man sagte, es gibt 400.000 arme Zivilisten. Dann haben sie Abkommen, die Dschihadisten und ihre Verwandte müssten raus aus Aleppo und die waren nur 50.000. Also man kann das sehen, wie diese Lüge sind. Ich möchte nicht lange weiter erzählen, aber das ist die Wahrheit über Syrien. Und ich werde auch über die Türkei ein anderes Video machen. Vielen Dank, dass Sie mir hören.